Hallo aus Norwegen. Mit Patrick Sebiel bzw. seinen Ködern verbindet mich eine ziemliche Hassliebe. Warum? Ganz einfach, es waren die ersten Köder, mit denen ich auf den Kanaren regelmäßig Erfolg hatte, sowohl im Salzwasser, im Meer, als eben auch im Süßwasser auf die Schwarzbarsche. Und auch, weil sie auf der anderen Seite neben der guten Fängigkeit auch herausragende Eigenschaften hatten. Zum Beispiel gab es wenig Köder zur Auswahl in den Geschäften, die entsprechende Wurfgewichte aufwiesen. Meist hat man Wobbler von 20 bis 30 Gramm gehabt und das reicht oft nicht, gerade am Meer. Und da waren diese Sebiel-Köder echt übergewichtig. Vor allen Dingen der Flatshad, wie er genannt wird, das ist ein Wipe-Shad oder Wip-Shad, also ein vibrierender Köder. Und in dieser Größe und dieser Gewichtsklasse gibt es nichts Vergleichbares bis heute. Auf der anderen Seite haben die Sebiel-Köder einige technische und auch vor allen Dingen qualitative Mängel. Technische Mängel insofern, dass oft die Haken, die an diesen Ködern armiert wurden, eigentlich nur für das große Big Game Fishing geeignet waren. Die waren viel zu groß für den Durchschnittskonsumer. Eben an der Küste oder sowas vollkommen unbrauchbar. Da muss man nachrüsten. Aber auch Köder wie zum Beispiel der Magic Swimmer, der überschlug sich viel zu häufig. Von 10 Würfen waren 2 so, dass sich der Köder verhangen hat und meistens auch nicht mehr zu lösen war. Also auch nicht durch Rucken mit der roten Spitze das Ganze wieder zu entknüllen. Oder hatte man natürlich einige Leerwürfe, obwohl der Köder recht fängig war. Allerdings hatten bzw. haben die Sebiel-Köder auch einige erhebliche qualitative Mängel. Das ist zum Beispiel die Farbe, die ständig abblätterte. Aber nicht nur das, das wäre noch zu verzeihen, denn bei vielen Ködern, wie zum Beispiel von Rapala, blättert die Farbe 1, 2, 3 nach ein paar Würfen ab. Aber der Hauptmangel war der, dass die Köder einfach minderwertig verarbeitet waren. Das ist auch der Grund, warum ich gerade im Gegenlicht sitze, denn ich will euch mal was zeigen. Der Köder ist mit Wasser gefüllt. Und das ist jetzt nicht der erste Köder von Sebiel, bei dem das der Fall ist, sondern ich würde sagen, in 80% der Fälle laufen diese Köder voll. Das verändert natürlich auch deren Schwimmeigenschaften. Bei diesem Köder ist es jetzt nicht so eklatant wichtig. Allerdings bei schwimmenden Ködern, wie zum Beispiel dem berühmten Stickshad, kann sich das natürlich komplett verändern, sodass der Köder nicht mehr brauchbar ist. Das liegt daran, was man vielleicht auch erkennen kann, dass der Kunststoff an sich an allen Ködern extrem spröde und brüchig ist. Die Köder sind nach 3-4 Jahren, besonders wenn man in südlichen Gefilden wohnt und die Sonne ihr Übriges tut, sind die einfach hin vom Kunststoff. Durch diese Brüchigkeit, Sprödigkeit des Kunststoffs läuft halt Wasser in alle möglichen Teile rein, in die Schwimmkammern, die vermeintlichen Schwimmkammern, die dann eben undicht sind. Den Köder hier, den Stickshad, den habe ich halt abgedichtet mit 2 Wasserkugelstopfen. Allerdings tritt eben auch Wasser in die Drahtachsen ein. Und diese Drahtachse, das werdet ihr gleich im Video noch sehen, die ist durchkorrodiert, weil wahrscheinlich Wasser, Salzwasser innen drin eben gespeichert wurde und es eine Kontaktkorrosion gab. Der größte Mangel an diesen Sebiel-Ködern war, dass sie oft falsch ausgeliefert wurden. Es gab verschiedene Gewichtsklassen. Ich weiß gar nicht, ob es die Köder überhaupt noch gibt. Manch einer mag sich erinnern, es gab schwimmend, sinkend, schnell sinkend und fast sinking, ultra, was weiß ich was, extra heavy. Und das hier war so ein Köder und es war nicht einfach. Ich wollte ihn unbedingt in heavy sinking verwenden, 128 Gramm. Den gab es halt zwar zu kaufen in Deutschland, damals habe ich ihn bestellt. Allerdings war die gesamte Produktion, die nach Deutschland kam, mit dem schnell sinkenden Stickshad in dieser Größe, war komplett fehlerhaft. Das heißt, man warf diesen schnell sinkenden Köder aus und der schwamm auf der Oberfläche. Da waren überhaupt keine Bleie drin. Na jedenfalls, solche gravierenden Mängel und das zu einem stolzen Preis, damals gingen die Köder zwischen 15 und 25 Euro weg, haben mich dann dazu gebracht zu sagen, so ein kann ich auch selber machen. Ja, so gesehen muss ich mich bei Patrick Sebiel bedanken, weil sonst hätte ich niemals meine erfolgreichen Köder eben selbst gebastelt. Patrick Sebiel übrigens war selber mal Köderdesigner bei Rapala und er hatte, obwohl er natürlich an der Quelle saß, trotzdem das Problem, dass er seine Köder, speziell den Magic Swimmer, nicht unterbringen konnte. Rapala wollte ihn nicht haben. Und so hat er halt seine eigene Köderlinie gegründet, die später verkauft an Pure Fishing. Und heute lebt er da und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er eben noch heute. Darum geht es in diesem Video nicht, sondern in diesem Video geht es durchaus um die Fängigkeit der Sebiel-Köder. Die habe ich nämlich auch hier in Norwegen getestet. Und speziell der Flatshad, dachte ich, das ist der Köder. Den werde ich auch jetzt demnächst gezielter einsetzen. Ich habe ihn schon ein paar Mal testweise gefischt, das funktioniert super. Für eine bestimmte Fischart, da dürft ihr euch noch überraschen lassen, aber jetzt erstmal die Fänge oder einige der Fänge, die ich mit diesem Köder gemacht habe.
Falls sich jemand an den Augen stören sollte und sagt, das sind ja nicht die Original-Sebil-Augen, dann ist das wohl auch nicht der Original-Köder. Diese Augen habe ich ausgetauscht, ganz einfach, weil die Original-Sebil-Augen so aussehen, sehr unscheinbar und eigentlich kein besonders gutes Ziel für einen Raubfisch abgeben, im Gegensatz zu den modifizierten Ködern. Auf Gran Canaria habe ich dann tatsächlich gefischt für Bonito und Barracuda. Allerdings ist ein bisschen overdosed. Aber hier könnte es vielleicht der richtige sein, weil hier habe ich halt 100 Meter Wassertiefe. Da muss ich auch schnell nach unten kommen. So, und raus mit dem Köder. Fliegt er gar nicht mal so weit. Drauf habe ich hier eine 40-Pfund-Schnur. Also in Deutschland würde man wahrscheinlich bei den Herstellern behaupten, es sind 40 Kilo. Oder anders ausgedrückt, das ist eine 0,28er Schnur. Montiert habe ich ein 0,80er Vorfach, Fluorocarbon. Ganz einfach eben in Erwartung von großen Fischen, weil ich mit dieser Route auf größere Fische hier fischen möchte. Tatsächlich können hier Tunas vorkommen im Sommer, aber dieses Jahr waren sie wohl bloß nur an 2 Tagen da. Und ansonsten natürlich auch, um die Köder nicht direkt abzuschießen. So, lange Rede, langes Ködersinken. Nochmal die Bremse checken und los geht's. Tatsächlich ein Fisch auf dem Stickshad. Bin ich aber sehr gespannt. Ist nichts Großes. Was haut sich so einen Stickshad weg? Das gibt's doch gar nicht. Ein Pollack. Jetzt guckt euch das an. Ein kleiner Pollack haut sich den Stickshad weg. Nicht zu fassen, oder? Hat er jetzt gemacht. Ja, und da sieht man auch hier, guck mal, die Qualität vom Stickshad. Sebil Stickshad, yeah, wow, was eine Qualität. Das sollte eigentlich durchgehendes Drahtsystem sein. Sah auch so aus, aber obwohl so gut wie seltenst benutzt, bricht hier einfach die Öse weg. Das ist nicht zu fassen, oder? Tief unten! Ganz langsam gekurbelt auf den, wie heißt denn gleich, den Flathead von Sebil, den ich mal extra getestet habe auf Gran Canaria noch für Norwegen. Da kommt der Fisch. Ja. Tief unten, wo ziehst du hin? Den Seelachs, so, den nehme ich doch mit. Ja, Seelachs auf Sebil Flathead. Ja, ein paar Worte zur Hakenarmierung. Wegen der Hängergefahr hier in Norwegen habe ich mich entschlossen, statt der beiden Zwillinge, die von Werk aus montiert sind, einen Zwilling am Bauch und einen Einzelhaken am Schwanz zu montieren. Und zwar so, dass wenn der Köder auf dem Boden landet oder über dem Boden vorbeischrappt, die Hakenspitzen in beiden Fällen nach oben zeigen. Fehlbiss habe ich bisher, gut, ich habe ihn noch nicht oft eingesetzt, aber habe ich jetzt noch nicht bekommen. Eben der Pollack und gestern der Köhler haben tatsächlich auf dem Zwilling gesessen. Also er scheint wohl dann so genommen zu werden, der Köhler hauptsächlich. Und ja, das funktioniert bis jetzt. Nächster Wurf. Hier probiere ich schon mal aus, wie es sich als Rentner wohl von einem Klappstuhl ausfischt. Ja, und dann gibt es dann doch einige Fehlbisse, wie man sieht. Aber anders als im Ostatlantik, wo man jetzt schnell einholen und auf eine Chance beim nächsten Wurf hoffen würde, ist es in Norwegen oft fängiger, einfach weiter zu kurbeln und etwas Geduld zu haben. Der Flathead vibriert schon bei langsamster Kurbelumdrehung und so lulle ich einfach den Köder hier ein und warte auf meine Chance. Hab ich mir doch gedacht. Der Fisch hat in großer Entfernung gebissen, überbrücken wir die Zeit also mit etwas Musik. Und alle auf die Tanzfläche. And one, two, three.
Als U-Fangler muss man in Norwegen ziemlich fit sein, denn auf U-Fangeln ist hier niemand eingestellt. Dementsprechend gibt es hier zu guten Plätzen oft auch gar keine Wege, sondern man muss sich einbahnen. Was hier im Schneematsch wirklich nicht ganz ungefährlich ist. Zumindest ist kein Eis auf den Felsen hier drauf. Hoffe ich doch. Das ist ein Flathead 124 Sinking. Ich glaube, der wiegt 70 Gramm oder 72 Gramm. Auch eine Hinterlassenschaft meiner Experimente auf Gran Canaria hinsichtlich Schwarzbarsche, also den Übervater von Schwarzbarschen. Der 80er, aber sowas gibt es da leider nicht, weil die europäische Züchtung ist kleiner. Und jetzt versuche ich es mit dem Ding hier auf Dorsch. Klingt echt gut für so einen klobigen Köder. Auch und gerade für den Dorsch habe ich mich für ganz langsames und gleichmäßiges Einholen entschieden. Ja. Ja, war bestimmt ein. Da hatte ich den richtigen Riecher. Auf dem Flathead. Tief über dem Grund. Das ist halt das große Plus am Flathead, dass man ihn bis in Ufernähe nahe am Grund halten kann. Fauler Dorsch. Cool. Ich hab's gehabt, der Flathead. Quod erat demonstratum. Nachdem das geklärt war, habe ich den Flathead erstmal weggepackt, da ich ihn noch für eine größere Aufgabe im Juni benötige.